Mein Name ist Katrin Schreiber, ich bin 37 Jahre alt, ich wohne hier in der Maxvorstadt in München und arbeite in der Radioredaktion des St. Michaelsbundes. Ich bin Susanne Hornberger, ich bin die Chefredakteurin der Münchner Kirchenzeitung seit 1,5 Jahren und ich bin 44 Jahre jung. 65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Was unser Konsumverhalten hier in Bayern mit den weltweiten Kriegen und Konflikten zu tun hat, darüber klärt der Missio Fluchttruck auf. Ich beliefere hauptsächlich Antenne Bayern, mache Bayern-Reporter, die in den Nachrichten dort laufen. Wir haben eine Sonntagssendung, 3 Stunden jeden Sonntag von 6 bis 9 Uhr. Für die mache ich Beiträge für Interviews, Reportagen. Ja, dann haben wir hier natürlich das Münchner Kirchenradio beim St. Michaelsbund. Für die spreche ich auch die Nachrichten für Interviews, habe Studiogäste. Ja, das sind so meine Aufgaben hier. Ich kümmere mich in der Redaktion um das Blatt sozusagen, um die Blattgestaltung, um die Themenauswahl, wobei ich sagen muss, wir machen das immer im Team. Das stellen wir vor, diskutieren, wägen ab und ja, letztlich darf ich dann aber auch entscheiden, was dann reinkommt, aber eigentlich sind wir uns da alle einig. Also ich wollte euch nochmal sagen, ich habe unsere wunderschöne Sonderausgabe Entspannen ja erst am Freitag dann tatsächlich bei meinem Vater zu Hause gesehen. Und muss euch wirklich sagen, die ist wunderschön geworden. Ich habe nur positive Rückmeldungen gehört, auch von Stefan S. Und auch positive Kritik von etlichen, die uns nicht ganz so nahe stehen, aber die das Blatt gesehen haben und sehr begeistert waren, sehr angetan waren. Also großes Lob an euch, das wollte ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben. Also wir berichten natürlich über die klassischen katholischen Themen hier in der Radioredaktion, über die großen Feste im Kirchenjahr, über Weihnachten, über Ostern, über das Brauchtum, das rund um diese Feste hier in Bayern stattfindet. Aber wir haben auch eine viel größere Bandbreite, als man vielleicht eigentlich vermuten würde. Gerade in den letzten Jahren war zum Beispiel die Flüchtlingsarbeit ein Schwerpunkt von uns. Wir hatten viele Gäste aus der Flüchtlingsarbeit hier bei uns im Studio. Wir haben viele Flüchtlingsprojekte begleitet draußen vor Ort. Sehr beeindruckt bin ich auch immer von den Projekten des Sozialdienst katholischer Frauen, dem SKF, die zum Beispiel wohnungslose Frauen und Kinder hier in München betreuen, von denen es leider viel mehr gibt, als man eigentlich vermuten würde. An einem Tag wie Montag türmt sich schon mal viel zu redigieren. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Ich lese wirklich jede Seite, jeden Artikel, der veröffentlicht wird, zuerst. Und dann wird er auch noch mal von einem Kollegen gelesen. Und ansonsten parallel redigieren, Dinge weitertreiben, vielleicht gucken, aber doch nicht noch mal einen Artikel austauschen müssen. Das kann natürlich auch passieren, wenn aktuell was reinkommt. Ich will so aktuell wie möglich sein. Und die Zeitung gestalten, Bilderauswahl ist ganz wichtig natürlich bei uns, das Titelbild, das soll Lust machen, die Zeitung in die Hand zu nehmen, auch Menschen ansprechen, die jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, die katholisch sind, die glauben, aber jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen und insofern versuchen wir da ein gutes Mittelmaß zu bekommen. Ich denke, dass Frauen in der Kirche eine immer größere Rolle spielen und dass auch die immer größere Rolle gewünscht ist. Nicht nur akzeptiert, sondern auch gewünscht und gefördert, aber es ist natürlich noch viel zu tun. Wie in der Gesellschaft allgemein, es gibt viel Nachholbedarf, gerade was Führungspositionen angeht. Es gibt wenige Frauen. Da gibt es inzwischen Förderprogramme, auch in der katholischen Kirche, was extrem gut ist. Aber naja, noch einiges zu tun, würde ich sagen. Also man hat schon das Gefühl, auch was Kardinal Marx ja jetzt auch gemacht hat ein Jahr lang, dass er in dieser Tandemfunktion versucht, mehr Frauen auch in Führungspositionen innerhalb der Kirche zu bekommen, dass das nicht nur so dahergeredet ist, sondern das ist bare Münze. Man versucht wirklich Frauen auch mehr jetzt hochkommen zu lassen, wie sie auch überall ist. Aber das finde ich auch gut, das bringt natürlich auch einen anderen Input rein und tut insgesamt ganz gut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie da so eher so, um Gottes Willen, eine Frau, da muss ich wegrennen. Nee, das glaube ich nicht. Na. Also wenn ich hier um 14 Uhr meinen Arbeitsplatz verlasse, dann hole ich natürlich erstmal meine Tochter aus der Kita nebenan ab und dann bin ich erstmal Vollzeit-Mami und genieße das auch extrem. Jetzt im Sommer gehen wir auf den Spielplatz, wir treffen uns mit Freundinnen,
Geschichten. Das, was man sich halt so vorstellt, die typische Latte Macchiato-Mami in Teilzeit. Ja, und ansonsten, ich reise wahnsinnig gerne. Ohne Kind waren es natürlich Fernreisen oft, die ich ein bisschen vermisse, die aber bestimmt wiederkommen. Und jetzt mit Kind ist es eher Europa und da haben wir wahnsinnig Glück, weil wir ein sehr reisefreudiges Kind haben und ein sehr umgängliches Kind, ein sehr entspanntes Kind. Ich gehe wahnsinnig gerne in Sport, mir tut das gut, da kriege ich den Kopf frei und ja, Sport gehört einfach dazu. Ich lese sehr gern, vor allem Goethe, ich habe Germanistik studiert, also es liegt nahe und treffe mich gern mit Freunden. Also so ein bisschen auch mal was anderes hören, Kopf frei kriegen und Rituale sind auch tatsächlich in die Kirche zu gehen sonntags, auch in unterschiedliche Kirchen. Und auf den Friedhof zu gehen. Das finde ich auch sehr schön. Also zum einen ist meine Mutter gestorben und zum anderen finde ich das aber auch so eine Oase mitten in der Stadt des Friedens, der Ruhe. Also das ist für mich auch so ein, ja, ein bisschen runterkommen auch. Also ich wünsche mir für die Zukunft der Frauen in der katholischen Kirche das, was ich mir für alle Frauen in der Gesellschaft wünsche, dass sie die Rolle spielen können, die sie gerne ausfüllen möchten. Und wenn das eben eine Führungsrolle sein sollte, dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, in eine Führungsposition zu kommen, dass diese gläserne Decke, die es leider oft gibt, dass die langsam ein bisschen endlich aufweicht. Ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, würde ich sagen. Macht's mit, seid's da und nicht nur zum Kaffee kochen und Pfarrfeste garnieren, sondern übernehmt Verantwortung, macht's mit. Es ist schön, auch da zu gestalten und mit dem Pfarrer vielleicht auch mal einen Disput zu haben. Das gehört dazu. Und da sind auch, glaube ich, die meisten dazu bereit.